Da bin ich auch schon wieder. Immer noch ratlos, denn ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Da ist nix. Da vorne brauche ich wieder einen Schlüssel, aber wo kriege ich diesen verdammten Schlüssel her? Vielleicht sollte ich doch nochmal zum Fahrstuhl zurück. Oder gibt es hier vielleicht irgendwas? Irgendwo muss ich doch diesen Schlüssel herkriegen können. Da ist auch nichts. Beziehungsweise wüsste ich nicht, wie ich da vorne hinkommen soll. Ich muss wohl irgendwie mit irgendwas weiter springen können, aber da kann ich hier irgendwie was mit der leere Dingsbums machen? Auch nicht. Das geht auch nicht. Seltsam. Nein, wartet. Kann ich hier das Ding vielleicht rausnehmen? Den Schlüssel? Nee. Noch irgendwo was. Da vorne ist das eine Dings noch. Aber sonst habe ich hier nichts. Ja, wie soll ich das denn auch zum Explodieren bringen? Nicht noch mal irgendwie hier aufrufen. Ich will den Scheiß Schlüssel haben. Ohne Witz, ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Gar nicht. Wenn man nichts verändert oder so, ne? Ich soll ja da vorne irgendwo hin, aber ich verstehe das hier nicht. Achso, ja, unwichtig. Also Fakt ist, ich muss auf jeden Fall hier irgendwo hin. Also beim ersten Castlevania-Teil hatte ich nicht so Probleme, vorwärts zu kommen oder die Wege zu finden. Der stillt auch ganz schön, wenn die Kamera wechselt.
ist auch nichts. Fakt ist, glaube ich, ich muss irgendwie darüber, aber wie? Irgendwie müssen sich die Dinger da drehen. Ich müsste eigentlich also von einer anderen Stelle hier reinkommen, aber wie komme ich da hin? Weil hier ist ein Mechanismus und ich kann darüber, aber nicht da vorne hin. Oder ist es vielleicht ein Weg, den ich nur nicht sehe? Kann ich auch nicht dran, das wäre wahrscheinlich auch angezeigt. Ja, aber wie soll man denn da hinkommen? Das Spiel riecht mich sowas von auf in solchen Momenten, ne? Das ist halt schon das ein weiteres Mal, wo ich nicht sehe, wo ich hier hin soll. Weil gut, ich kann jetzt zwar zu diesem komischen anderen Portal da wechseln, aber was habe ich davon? Was soll ich da? Mir fehlen immer noch die Fähigkeiten, um hier irgendwas zu reißen. Vor allen Dingen, warum kann ich die blöden Dingens-Mopeds hier nicht aufrufen? Bernhards Flügel? Die komischen Dokumente, die ich hier gefunden habe. Ha. Oder geht das hier? Hier kann ich mein Kostüm wechseln. Ich verstehe nicht, wozu ich hier wechseln kann. Also irgendeinen Grund muss es ja haben, aber ich verstehe nicht. Die Goronen finden, sie bewachen die Chaosmacht, ja. Die Frage ist, wie komme ich an die Goronen? Wenn ich nur diesen blöden Hebel hätte. Irgendwas muss da vorne sein. Ich kann doch dahin, aber wozu? Ich frage mich immer nur die ganze Zeit, wozu kann ich darüber? In irgendeine andere Richtung. Auch darunter kann ich nicht. Warum muss ich hier hin? Kann ich hier dran springen? Oh mein Gott. Darauf muss man erstmal kommen.
Weil hier leuchten nur zwei Dinger blau. Woher soll ich denn wissen, dass ich denn hier hin muss? Oh. Das muss man auch erstmal hier wissen, oder? Bescheuertes Level, echt, ey. Also so ein paar Hinweise, wo, wie und warum ich da hin muss, hätten die schon machen können. Ist das jetzt Medusa? Nein, oder? Achso, ist eine andere. Das klang jetzt auch irgendwie merkwürdig. Befreie den Zwerg, er kann dir helfen. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich bei dem alten Spiel ein bisschen besser zurechtkam. Weil wenn ich jetzt in der Nähe der Ketten gewesen wäre, hätte die Kette sofort geblinkt und mir damit signalisiert, hey, du kannst das benutzen, um irgendwo rüber zu gehen, ne? Ach ja, stimmt, ich kann ja jetzt ihr Panzer nicht durchbrechen. Ah, verdammt. So was. Oder einer was hier noch? Nein. So komische Griffe hier werden mir komischerweise signalisiert. Ich verstehe nicht, warum es so schwer ist, in der Burg voranzukommen. Uns ist eine Horde hungriger Bestien auf den Fersen, während uns ein dunkler Abgrund den Weg nach vorn versperrt. Und als wäre das noch nicht genug, besteht ein kleiner Mann darauf, dass wir ihn mit einer Art magischen Mechanismus überqueren. Er befindet sich in einer Art Käfig. Obwohl wir ihn deutlich hören können, ist es uns nicht möglich, die Bedeutung seiner Worte zu entschlüsseln. Wir hatten keine Wahl, wir mussten Lose ziehen, um zu bestimmen, wer die komische Maschine schließlich ausprobieren muss. Roland fiel als erstes, dann wurde Erie zu meinem. Frederi hatte es fast geschafft, doch dann wurde er übermütig und rutschte im letzten Moment aus. Warum können wir dem Feind nicht einfach ein Schwert in die Eingeweide rammen? Bla 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 bla.
Süß. Ah, okay. Hier ist der hässlich, der sieht aus wie MODOK von Iron Man. Was soll ich mit der Charakterdatei? Oder doch? Es wurde immer angenommen, dass hier Monster spätere Forschung ergaben, dass sie eigentlich schelmische Waldwesen sind, die Besitztümer, bla, Lille, die einen Rucksack trägt. Ich schätze mal, ich muss das Ding jetzt hier so lange hin und her schieben. Achso, ich kann maximal 3 nehmen, oder was? Das, hierbei sind die gestorben? Lutscher. Jetzt zumindest nicht, wie ich den befreien soll. Aber Schlagen bringt nichts, da oben drauf komme ich nicht, also gehe ich mal davon aus, dass ich irgendeinen Mechanismus auslösen muss. Hätte ich von da aus das Ganze auch da hinten erreichen können? Nee, das wäre auf jeden Fall weiter weg gewesen. Das ist weiter, das ist weiter. Und ich kann maximal 3 Platten schieben, soweit ich weiß. Ah, doch. Okay. Ich habe jetzt natürlich nicht gelesen, was der Spasti gesagt hat. Also ich meine sogar, im letzten Spiel waren die Viecher doch seine Feinde, oder? Habe ich nicht einen Haufen davon selber zermanscht? Was ist das?
Der haut jetzt bestimmt einfach ab, das Mistvieh. Dass sie freut. Ja, was soll ich jetzt tun? Irgendwas leuchtet da hinten. Ach, bestimmt muss ich den jetzt da vorne hinbewegen, oder? Komme ich jetzt an dem vorbei oder habe ich ihn doch falsch bewegt? Na. Ach ja, ich kann ja jetzt, oder? Das. Dann leider falsch. Aber ich muss doch irgendwie darüber kommen, um das von da aus wieder zu bedienen. Ach so, ich hatte hier noch einen übrig. Ach, der Spinner war das. Was ist denn mit ihm kaputt? So, hier machen wir mal einen Cut.